das passiert. Wow. Wie viel brauchen wir denn noch? Noch drei. Einen. Hier und da noch einen. Komm, noch einen bräuchten wir. Einen brauche ich noch. Dann hätte ich es geschafft. Da oben sind sie überall am Start. Oh. Perfekt. Sehr gut. Das ist wichtig. Das ist halt jetzt gut. Wie viel brauchen wir denn? Boah, ewig viel Zeug. Es ist schon manchmal unmenschlich, was man da jetzt sammeln muss. Gut. Muss ich jetzt immer noch der Straße folgen? Nö, das wäre doof. Andere Seite. Reise in die Kyranaika. Kyranaika. Könnte jetzt auch ein anderes Lied gewesen sein. Kann man hier ein bisschen abkürzen. Durch die Bäume durch. Auch wieder ein bisschen schade, dass es sich so langsam dem Ende neigt. Aber alles hat mal ein Ende. Ja. Oh, großer und wilder Flavius. Reisen. Wunderschön. Wahnsinn. Ja, brutal. Fruchtbares Land voller Felder und Weiden, zertrampelt von römischen Besatzern. Das muss der Hof sein, den Aya. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Verehrt ihn! Hä? Trinken? Trinken. Meinem heiligen Eid, vergib mir! Alter, wie die abgeht. Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet. Mein Dorf geplündert. Und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm. Suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Tja.
Gut, 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 Alter. Es wird auch nicht weniger. Weißt du, Level 33 und was? Das ist eine Kuh, das ist echt eine Kuh. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Was müssen wir denn machen? Dummes Bauernpack. Ihr widersteht der römischen Armee nicht. Hat Flavius heute anders ausgesehen? Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade. Einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht, biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? Ich muss. Ultimum Cord, Tentacet! Schade, ich dachte, ich könnte... nimm den Dicken, jawohl. Oh, das wäre es jetzt wieder gewesen, wenn er den anderen genommen hätte. Ich muss sagen, das Schwert ist... schön geschmeidig, liegt gut in der Hand. Liebe Kinder, guckt bitte da jetzt nicht zu. Oh. Zum guten Schluss nochmal kurz was in den Hals reinstecken. Liebe Erwachsene, fasst das bitte nicht falsch auf. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Das würde ich auch, wenn ich meinen Sohn verlieren würde. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Kar. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Sehr schön. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerücht, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Baladrei, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Stufe 35.
Eieiei. Hallihallo, Juna. Ich würde trotzdem versuchen. Was ist Hauptquest? Reisen auf der Spur von Reyes und Relikt des Oraxes, das Sieber, finde Flavius. Und was ist mit Ausrüsten? Was war hier? Da haben wir was Nettes gefunden. Ach ja, das Ding da. Ach Quatsch. Als Sicherheit nehmen wir mal dieses Ding mal erstmal mit, dass wir hier so einen Waypoint haben. Und dann können wir mal den hier nehmen. Schön! Neue Welten entdecken wir hier. Die Kuh ist ja witzig. Und noch eine Runde. Ich dachte nur, wir kriegen ein bisschen Leder aus der Kuh raus. Aber nein, es ist wohl nicht so. Boah, wunderschön. Ich frage mich, wie sie das echt eingestellt haben, dass sie einfach hier das so wunderschön nachbauen, so detailgetreu und so. Wir müssen doch eine Vorlage haben, also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass sich die Angestellten das einfach so alles aus dem Arsch ziehen. Wunderschön. Beeindruckend. So, jetzt holen wir uns mal den. Nachher noch der auf der Straße liegt. Und dann versuchen wir mal unser Glück mit der Mission. Auch wenn die, wie gesagt, schon 3 Level über uns ist, aber trotzdem. No risk, no fun. So. Schön, 25 EP. Das ist mal ein Tropfen auf den heißen Stein. So. Schon lange nicht mehr geklettert. Hier gibt es sogar 3 Schätze zum Plündern. Ach, da oben, ne? Doch. Kommst du da so hoch? Perfekt. 300 Punkte ist jetzt nicht gerade die Welt, aber können wir mitnehmen. So, dann wollen wir gerade mal den nehmen. Da ist echt ein Stückchen. Da haben wir die Straße, ein bisschen rechts folgen und dann müssen wir hinkommen. Geronimo! Oh, geht immer wieder gut, geht immer wieder gut. Ah ja. Hotty Hue. Wir müssen weiter. Oh. Ja, Mann, was für ein Berg. Geh! Geh in die Flammen! Flavius wird deine Verbrechen von dir brennen! Nein, die Aufgabe machen wir jetzt nicht. Vielleicht später, wenn wir es machen müssen. Yes! Euer Ernst? Euer wirklicher Ernst? Okay, die 2-3 Fallschüsse waren nicht ohne.
Einfach mal so einen Außenposten vorbeirennen. Nein, nein, nein. Nicht machen. Alter. Sag mal. Wow. War da wieder eine Schlange? Ne, da war ein Stein. Ich und meine Schlangen. Aber jedes Mal das Glück, die Dinger direkt zu finden. So. Nehmen wir den gerade mit. Finde es in der Nähe. Wäre auch mal interessant zu wissen, wie viele Schriftrollen es wirklich gibt. Cool. Ein Kolosseum. Dieser Ort. Der Schrein. Er strahlt mit göttlicher Kraft. Das Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Circa 25 Rollen gibt's. Wow. Dann gibt's auch 25 Rätsel. Und hab schon welche mal so im Internet gesehen. Die sind gar nicht ohne, ne? Da muss man schon Sherlock Holmes in der Familie haben, dass man das irgendwie auf die Kette bekommt. Gibt's da was Nettes? Ne, wir müssen einfach nur hin. Danke. Oh Mann. Bleibt hier. Nehmen wir mit. Was? Hey! Friss das, du Ratte! Euch drei, die schnupfe ich noch. Eieiei. Vorsicht, Ader! Könntest du bitte jetzt zuschlagen? Ist besser euch nicht geworden. Das kannst du. Was habt ihr denn hier beschützt, dass ihr so ein Tamtam macht? Ist es eigentlich schwer, für ein Meisteridiot zu werden? Dafür lasse ich dich leiden. Ich dich auch. Und tschüss. Okay, was hattet ihr denn hier? Jetzt bin ich gespannt. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Habe ich das Ding eigentlich eingesammelt, was ich da geplättet habe? Davon abgesehen, ich finde es jetzt eh nicht mehr. So, wie kommen wir denn da rein? Da vorne ist ein Eingang. Hochkrapseln können wir, glaube ich, nicht. Nun gut. Hallo Leoball34. Einen wunderschönen guten Abend. Alter, ich bin viel zu faul. Komm her, Pferd. Ich laufe auch die ganze Zeit immer. Danke für den Follower. Danke. Moin. Können wir da jetzt so reinrennen oder wollen wir hier gleich wieder... Ja, wir können reinrennen. Sehr gut. Perfekt. Hallo, drei Lisa. Soll er ein Herz sein, ne? Lisa, Herz. Oh.
Okay, ist ja gut. Oh. Missionsziel? Vögelchen, flieg! Das Sperrgebiet ist weiter drin erst. Ah, okay. Ah. Kinder, ihr braucht doch keine Angst vor mir zu haben. Ja. Ist ja gut. Mich doch extra rasiert. Oh, das hört sich ein bisschen pädophil an, wenn man das zu Kindern sagt. Wow. Nicht so gedacht. Danke für den Follower, Lisa. Ja. Danke. Ich hoffe, du folgst mir jetzt nicht wegen dem Witz. Das wäre jetzt echt ein bisschen schwierig. Dikule ist keine Agorenke. Okay, wir müssen nur quatschen, oder? Hallo? Ja, wir quatschen mal eine Runde. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als ich nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Mindestens 35 Level brauchen wir. Es war ja auch schon rot markiert. Aber kann man die dann trotzdem starten? Oder? Also ich weiß, dass ich einen auf die Schnauze bekomme. Ich würde es halt nur innerlich zerreißen, weil die Story hier so toll ist gerade. Geht es ihr gut? So gut, dass jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Die seltensten und exotischsten Waren in Kyrene findet ihr bei der Maus. Ich kenne die Story du nicht. Da! Ja, bist dann großer, ohne Hit. Starker Ägypter! Bist der dann One-Hit, jetzt. Ohne er Hit. Verschandelt unseren Markt mit seinem wertlosen Tand. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft, von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.